Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir bauen direkt weiter. Obwohl, direkt nicht. Wir gehen erstmal pennen. Oh, ich muss aufpassen, ne? War schon wieder kurz vor Tod. Nicht so geil. Ja, wir gehen natürlich erstmal pennen. Wir könnten natürlich auch die Nacht weiterarbeiten. Aber wir haben natürlich noch Flachs und Gerste, die ganz still und heimlich vor sich hin wachsen. Und die wir natürlich haben wollen. Deswegen geht's pennen, um hier ein bisschen Zeit zu überspringen. Weiß nicht, ob wir gleich nochmal gucken wollen. Aber eigentlich wollte ich mit euch bauen. Nee, komm. Wir bauen jetzt erstmal eine Runde. Sonst verschwendet das wieder so viel Zeit. Das möchte ich nicht. Zack, klein Snaggedy-Snack rein. Hier noch ein bisschen Dörrfleisch. Geil. 18 Minuten ausgeruht. Perfekto. Dann müssen wir weitermachen. Als allererstes würde ich mit euch jetzt gerne mal was ausprobieren. Einfach weil ich es schon wieder so lange nicht gemacht habe. Und idealerweise ohne zu sterben. Ich würde sagen, wir basteln das mal hier hin, weil hier haben wir gleich etwas in der Nähe. So, also, wir machen jetzt mal einen Höhenvergleich. Kriege ich den draufgesetzt? Wahrscheinlich nicht, nee. Und jetzt brauchen wir noch Teer. Dunkelholzpfosten braucht normales Holz und Teer. Und die verstärkten Pfosten brauchen dann einfach noch Eisen. Also wir brauchen noch Teer und Eisen. Wir machen jetzt einfach mal einen Vergleich. Ich weiß, gibt es auch tausende YouTube-Videos dazu. Ich habe mir das schon mal vor ewigen Monaten angeguckt. Da war ich gefühlt noch jung. Nein, aber das Spiel geht ja nun mittlerweile echt schon relativ lange. Jetzt weiß ich wieder, obwohl doch, warte, wir haben das Teer hier vorne reingehauen. Ja, ich habe mir das schon mal vor Ewigkeiten angeguckt, natürlich nicht mit dem Teer. Das gab es da nämlich noch nicht. Aber zumindest mit Holzpfahl und normalem Holz und so weiter. Aber ich kann mir doch nichts merken, das wisst ihr doch. Oje, vor allem kann ich nicht viel tragen. Und deswegen probieren wir das jetzt einfach selber nochmal aus. Ich habe zumindest Bock drauf. Ja, bam. Ach, komm schon. Wie viel muss ich jetzt weghauen? Drei? Ah, noch eins. Wir machen einfach selber mal einen kleinen Test. Warum auch nicht so? Also, wir hauen jetzt hier nochmal den Dunkelholzpfosten daneben. Der sieht schon geil aus. Also, der gefällt mir. Vor allem auch, weil es wieder eckig ist. Das Runde lässt sich manchmal nicht so geil integrieren in so die eckigen Sachen. Ach, wir brauchen die Schmiede in der Nähe. Wo habe ich denn die Schmiede? Vor allem kann ich sie nicht tragen. Das ist das Doofe. Jetzt wahrscheinlich. So, die Schmiede. Ach so, warte mal. Schmiede, nicht Steinmetz. Dann ist das doch das Ding hier. Das ist doch unsere Schmiede. Na klar. Ja, damit. Haben wir alles aufgenommen? Ich hoffe. Da ist die Schmiede. Und zack. So, jetzt aber. Verstärkte Holzeisenpfosten. 1 und 2. So. Und zack. Zack. Perfekt. Jetzt machen wir erstmal die Dinger hier. Da einer, da einer. Da, ach so, jetzt hauen wir natürlich nur die drauf. Ich glaube, die sind dann immer grün, ne? Bin mir nicht sicher. Wird das hier heller? Wird das hier gelb? Nö. Gut, okay, wir probieren es erstmal aus. So, zack. Bam. Bam. Ach, die sind halt echt riesig, ne? Aber hier oben wird es schon rot. Okay, da ist dann Schluss mit lustig. Das heißt, das ist, glaube ich, dasselbe wie hier. Nein. Nicht ganz. Komm, snap ein. Bam. Ich glaube, das müsste dasselbe sein. Manchmal brauchst du noch eine Minute. Nee, aber anscheinend sind diese Teerholzdinger hier, Dunkelholzdinger, schlechter.
Das hätte ich nicht gedacht. Die halten weniger aus als die. So, normales Holz. Da ist sowieso gleich Schluss. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5. 6. Dann müsste es, glaube ich, langsam rot werden. Ja. Also 1 geht noch. 7, ne? Das ist ja dann aber auch die Höhe, wie wir es hier drüben haben, effektiv. Gut. Wir kommen mit den Balken natürlich ein bisschen höher. Das ist hier noch hellgrün. Das heißt, die nächste Stufe wird gelb sein, dann kommt rot. Hier sind wir schon orange. Hier gibt es irgendwie gar kein Gelb, ne? Wird direkt orange nach grün. Und bei den verstärkten Pfosten... Ne, doch, die werden auch schon hell. So ähnlich wie hier drüben, ne? Dann sieht es ganz schön wackelig aus, die Geschichte. Ich würde gerne nochmal was draufhauen. Sag mal, was ist denn jetzt los? Ging doch gerade noch. Boah, es ist schwierig. Ach, hier drüben. Ich habe dieses das Fadenkreuz nicht gesehen. Zack. Jetzt müssen wir uns hier nochmal eine kleine Erhöhung bauen. Sonst kommen wir nicht so weit nach oben. Darf bloß nicht runterfallen. Mit 63 Leben aus der Höhe ist definitiv der Tod. Ja. Ich habe mir kurz in die Hose gekackt. Jetzt haben wir natürlich kein Holz mehr. Ach Mann. Aber ich komme auch nicht höher, weil wir natürlich hier schon draufstehen. Gut, dann zeig mal kurz. Jetzt wird es langsam nicht mehr so schön. Das heißt, ich krieg's nicht drauf. Da würde ich gerne noch einen drauf basteln. Also wir kommen anscheinend. Hier dauert es noch einen Moment. Auf einmal wieder alles grün. Manchmal, ich weiß nicht, warum das so lange rechnet teilweise. Ach, guck mal, hier wird's rot. Hier sind wir, hier aber auch. Also das heißt, wir kommen mit den verstärkten Pfosten nicht mal zwingend höher als mit den Rundholzbalken. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Das hätte ich nicht gedacht. Vielleicht irgendwie 1, 2, obwohl ich nicht glaube nicht. Die bringen es wahrscheinlich, die einfach nochmal unter was, unter normales Holz zu setzen. Naja, gut, also wir haben einen kleinen Vergleich gemacht. So, jetzt müssen wir nämlich mal gucken, wie wir das Ganze hier am besten stabilisieren. Das heißt, die Rundholzbalken sind eigentlich sogar geiler. Also die Teerdinger, von denen bin ich stark enttäuscht. Hätte ich mehr erwartet. Vor allem, ich finde die halt sehr stylisch. Ich hätte die sehr gerne mit im Haus integriert. Oh, hier haben wir... Ja, na gut. Fällt dann auch irgendwann von alleine runter. Ja, meine Stimme. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Ah. Jetzt geht's wieder weiter. Wo sie immer noch nicht so geil ist. Warum auch immer. Hab bloß eine Folge vorhin aufgenommen, die vorgestrige. Also für euch dann. Dürfte meine Stimme eigentlich noch nicht so angekratzt sein. Naja. Also. Wir bauen am besten Rundholzbalken. Jetzt habe ich schon wieder fast eine halbe Folge vertrödelt. Es tut mir leid. Also wir basteln auf jeden Fall Rundholzbalken. Weil die halten und so. Jetzt muss ich bloß mal überlegen. Am besten dann hier so mittig. Och, die snappen aber auch wieder komisch. Ach nee. Zwar ich bloß komisch. Eigentlich am liebsten dann hier so, ne? Haben wir hier so, ja, das ist okay. Und wir sind 1, 2, wir sind am dritten. Also, 1, 2, dritter. Wir basteln das erstmal hoch und gucken mal, wie das wird. Und zack, jawohl. Boah, ich muss echt aufpassen mit runterfallen. Ich sehe schon, wir sterben definitiv noch. Vor allem... Vor allem mit so wenig Leben, wollte ich sagen. So, zack. Gut, wir nehmen jetzt die Dinger. Ich weiß nicht, vielleicht basteln wir auch mal noch die Teerdinger drunter und die Runden drauf. Könnte aber auch wieder komisch aussehen. Ich weiß es noch nicht. Jetzt müssen wir bloß mal gucken, wie wir das hier am besten stützen. Eigentlich, indem wir hier Rundholzbalken hochziehen.
Weil hier muss ja auf jeden Fall gestützt werden. Und ich glaube, das bringt dann nicht mehr so viel hier. Können wir mal gucken. Das ist auf der Höhe von dem. Mir das gerade... Das gerade Schaden gemacht? Okay. Zack. Ich glaube, das bringt nicht mehr viel, ne? Wie stützen wir das am dümmsten? Ja, ich muss das hier runterziehen. Ich muss die Reihe rausnehmen. Aber dann sind wir... Ach doch, wir sind dann schon auf derselben Höhe. Kommen halt auch hier nicht mehr so wirklich hoch. Das habe ich gar nicht bedacht, dass wir ja auch gar nicht so hoch... Ja, unser Gerüst bauen können. Also können schon, aber nicht mit der Konstellation an Rohstoffen. Deswegen mag ich Dächer bauen nicht. Es ist einfach ein Krampf. Ich gehe das aber auch immer völlig falsch an. Eigentlich muss man das ganz anders machen. Aber ich mach's halt so und ärgere mich dann. Kriegen wir denn eventuell... Guck mal hier. Zack. Zack. Hält das? Mensch. Er wollte gerade nicht springen. Habt ihr das gesehen? Und jetzt bauen wir uns hier noch eine Treppe ran. Guck mal erstmal so. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, ob das hält. Ja, nicht schön, aber hält. Und zack. Das Problem ist, jetzt geht nämlich hier das mit den Dachbalken-Dingern nicht so wirklich auf, ne? Ah, doch. Stabilisiert das jetzt irgendwie. Das ist gelb, das bleibt rot. Ich glaube, jetzt noch so ein Querding ran bringt gar nichts, ne? Ist es erstmal grün, weil es rechnen muss. Gelb. Und wieder rot. Genau. Also bringt gar nichts. Das ist auch rot. Heißt, wir müssen hier noch mehr von den Dingern dranbringen. Wenn ich jetzt nicht völlig verkehrt bin. Los. Das ist... Wir müssen mal kurz gucken. Wie immer. Es wird besser, ne? Nee, wird nicht. Weil das Ding hier einfach schon rot ist. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal von hier unten wieder anfangen. Es bringt nichts, jetzt stärkere Sachen hier oben zu bauen. Wenn das unten schon kacke losgeht, bleibt das kacke. Die Sache ist, der würde nicht aufgehen da unten. Also müssen wir mit dem anderen weitermachen. So, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich den jetzt runterziehe, haben wir hier einen Balken drin. Das wollte ich eigentlich ganz gern vermeiden. Das... Ach, nein, das wollte ich nicht. Zack, da dran. Ich würde jetzt ganz gerne... Wartet mal, wir nehmen das hier, dann sieht man es besser. Irgendwie komme ich nicht mehr an die hier ran. Das ist ganz komisch. Ich habe das irgendwie... Nein, nicht doof gebaut, aber das Spiel will das irgendwie nicht so. Ich glaube, ich muss tatsächlich zuerst immer eins von denen wegreißen. Und jetzt schnell wieder eins rein. Will nicht, dass hier irgendwas einbricht. Aber ich kann es nicht reinbauen. Verdammt. Dann gehen wir erstmal hoch. Komm schon. Jawohl. Gucken mal, dass wir das von hier irgendwie drauf gebastelt kriegen. Ich glaube, ich muss das wegreißen. Sonst sind die Snap-Points einfach nicht so am Start. So, jetzt... Jetzt müsste das doch besser werden. Oder nicht? Ich habe mal ein bisschen rumprobiert und habe eine Lösung gefunden. Die letzten beiden Stücke machen wir wieder ein bisschen flacher. Diese Rundholzbalken hier bringen schon was. Allerdings nicht mega viel. Also eine Stufe kommen wir damit höher. Das heißt, ganz normal hier mit 45 Grad weiter hätten wir es nicht geschafft. Eventuell wären wir dann noch mehr Rundholzbalken und weiß der Geier was hinzugefügt hätten. Aber so klappt es jetzt erstmal auf die Art und Weise und damit bin ich relativ happy. Weil wenn ich es jetzt richtig verstehe, bräuchten wir die hier gar nicht. Ich möchte sie jetzt nicht wegreißen, weil ich finde die an sich ganz schick. Gerade hier an der vorderen Seite können wir die lassen, aber hier in der Mitte natürlich nicht, weil kein Bock hier alle 3 Meter so einen Pfosten im Raum stehen zu haben. Es ist sehr, 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 sehr kritisch. Aber egal. Es passt. Ich war jetzt nochmal schnell eine Runde pennen.
damit ich euch das in der Helligkeit zeigen kann. Und dann würde ich sagen, wir basteln. Komm, wir basteln mal zusammen hier noch die nächste Stufe davon. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Hier haben wir es. Also so. So, dann muss hier auf jeden Fall der Rundholzbalken dann wieder drunter. Beziehungsweise ich hämmer hier einfach so komplett welche für längs dran. So, dann stützt... Mensch, was mache ich denn hier? Stützt es die nämlich komplett ab. Die sind auf derselben Länge wie hier. Ja, dann passt das auch. Perfekt. Komm, wir hauen hier mal noch eins zusammen hin. Dann müsste wahrscheinlich schon wieder bald Folgenende sein. Ich sehe es jetzt natürlich nicht genau, weil ich jetzt ein paar Minuten gezockt habe, was ich dann rausschneide. Also Pi mal Daumen wird das schon hinhauen. Sag mal, weg hier. Mein Haus. Zack, da dran. Zack, da dran. Ach, Mann. Man müsste beim Bauen eigentlich fliegen können. Das wäre wirklich extremst angenehm. So, jetzt müssen wir mal schauen, weil ich glaube, jetzt ist nämlich hier schon rot. Ein so ein Ding müssten wir jetzt, glaube ich, noch dran kriegen, aber dann ist Schicht im Schacht, wenn wir das ohne die Dinger... Ach nee, hier, so ist schon Schicht im Schacht. Also kommen wir tatsächlich sogar zwei Stück weiter, dadurch, dass wir hier so ein Buntholz dranhauen. So ist das gar nicht so eine schlechte Sache. Ach komm, snap doch ein. Kann doch schleichen. Ach, ich kann nicht schleichen im Baumodus, ne? Schade. Komm schon. Ach, das wäre so viel entspannter. Dann könnte ich den letzten einfach von hier oben setzen. Ich will nicht wieder runterspringen. Spiel. Kapier das. Kapier es. Ach, dann müssen wir es halt von hier machen. Zack. Und den letzten setzen wir dann unten hin. Und das ist natürlich zu hoch. Ach man, okay, wir müssen runter. Und jetzt reißt wieder alles ein. Ach, schön. Ich liebe es, Leute. Ich liebe es. So, zeig mal. Ich muss springen und es dabei anbringen. Warum geht denn das jetzt nicht auf? Ach so, weil ich den obersten eigentlich anders gesetzt hätte. Jetzt ist der natürlich hier so verdammt nah. Das gefällt mir nicht. Ich würde den eigentlich gerne lieber hier hintersetzen. Jetzt hoffe ich mal, dass wir das oben irgendwie durch Querbalken wieder geritzt bekommen. Aber wir müssen an der Stelle erstmal Schluss machen mit der Folge. Ja, wir haben jetzt aber zumindest schon mal, oder ich habe zumindest schon mal so einen kleinen Überblick jetzt bekommen, wie es funktionieren könnte. Wir machen nächste Folge ein bisschen damit weiter und wenn es dann einmal steht, also ich würde mit euch ganz gerne schon noch die Seite hier fertig machen und einmal die Dächer drüber und so, dass ein so eine Reihe sozusagen finito ist und dann kann ich den Rest alleine machen. Aber sowas können wir uns ja doch schon zusammen hier im Let's Play antun. Mal nett formuliert. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen. Übermorgen 19 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin. Macht's gut!